ganz kleine Ding. Okay, eine Spitze ist aber ein Problem. Wenn du mal guckst, ne? Der hat nur einen Eingang und drei Ausgänge. Ja, das ist ja okay. Dann kann es nämlich, wir können die Conveyor Belts legen, wie wir wollen. Und diese eine Mine hier, bin ich mir sicher, dass die zwei Schmelzen versorgen kann. Okay, ich hätte gar keinen Dings gebaut, wie es aussieht. Gar keine Plattform, weil der schwebt eh in der Luft. Schau mal, ob du den vielleicht nicht direkt daran kleben kannst. Mal weg hier. Na, Baumodus, Mann. Nein. Das geht nicht. Schade. Wir stellen einfach hier so hin, ne? Ohne Plattform. Ja. Schiebt eh in der Luft das Teil. Es hat halt nur einen Ausgang, mehrere Eingänge. Das andersrum. Ja. Ja, und da jetzt dann einfach zwei Schmelzen dran kleben. Oder vielleicht. Ja, gut. Hm? Nix, nix. Ach ja. Nee. Da mach ich doch halt auf der Dings drauf. Achso, auf der Plattform. Naja. Dann kann man halt mich darauf direkt von ausbauen oder soll ich direkt hier eine Plattform rausziehen? Dann haben wir das auch direkt auf alles auf einer Höhe. Ja, mach alles auf eine Höhe. Zack. Na komm. Ach, was ist jetzt im Weg hier? Ich krieg gerade Meldung, was ist da im Weg? Blumen vielleicht? Glaube ich nicht, weil ich krieg halt nicht mal eine Meldung. Hier außer gleich. Hast du keine Materialien dafür? Warum sagt mir das Spiel das eigentlich nicht? Es hat sonst immer was gesagt, keine Materialien. Jetzt kommt nicht mal eine Nachricht mehr. Ich habe nur geraten. Beton. Beton. Upsala. Ach ey, war da schon kein Ding. Hast du eigentlich noch Mats oder läufst du jetzt leer? Toll, jetzt haben wir jetzt irgendwie wieder. Sie läuft leer. Ach, das gibt's nicht. Aber wenn ich es richtig sehe, habe ich noch. Hier, mach mal was. Ich habe nämlich noch Eisen. Schon baut man die Dinger irgendwo hin, aber man weiß nicht, wo die hingebaut werden. Hä? Was weißt du nicht? Wer wo was hinbaut? Manchmal verschwinden die Plattformen, wenn man halt irgendwie daneben klickt, dann gehen die, werden die irgendwie im Boden reingebaut, man sieht es aber nicht mehr. Ach so. Also hast du dann den Beton verschwendet. Das können wir doch keinen. Das liegt ja halt ein bisschen höher, das ist ja auch egal. Hui, hui. Alles schön zu betonieren, so muss das sein. Oder halt so ein Ding. Das sind halt drei Förderbänder gehen rein und einer geht raus. Und also das. Irgendwie. Was bringt uns das gerade? Ich weiß es nicht. Wir wollen ja eine Schmelze haben, ne? Ja, wir wollen zwei Schmelzen haben. Zwei auch noch. Jetzt wird da richtig abgehoben. Zwei Schmelzen, dann eine Lagertruhekiste. Das ist aber keine Schmelze. Ich weiß, ich muss ja erstmal den Dings hier ranbauen wieder, ne? Achso, stimmt. Entschuldigung, mein Fehler. Ich krieg den jetzt auch nicht mehr reingebaut, weil der zu hoch liegt, oder? Ach, geht auch noch. Weil manchmal zeigt er irgendwie das Spiel, zeigt manchmal Linien an, ob es passt oder nicht von der. Ja, wo das halt steht, ne? Aber der hat uns auch nichts angezeigt, komischerweise, das Spiel. So, manchmal. Und du weißt auch nicht. Oui. So, die eine Mine geht jetzt. Ist egal, also da hinten steht ja noch. Da hinten ist ja die nächste. Dann geht das hier in die Schmelze rein. Genau. Hier kann man kann hier eine Schmelze hinstellen und da eine Schmelze hinstellen. Oder auch. Ne, pass auf, wir machen es so, genau.
Hier geht das Conveyor-Belt um die Ecke und hier. Dann stellen wir einfach hier die zwei Schmelzen nebeneinander. Ja, würde ich auch sagen. Und von da aus kannst du dann dein lustiges Dreifach rein und einmal raus Gedöns nehmen. Willst du nicht noch lieber hier ein Stückchen nach vorne stellen? Hier noch eine Plattform hinzimmern? Weil du musst hier mit dem Conveyor-Belt um die Ecke kommen. Kann ich auch machen. Ich lasse dabei hier noch ein bisschen Eisen herstellen, was ich noch vorhin aus der anderen Mine rausgezuzelt habe. Ist eh gleich leer, denke ich. Ja, noch 47. Und dann haben wir's. Aber die können eigentlich eng um die Ecke gehen. Ja, die Frage ist, wie eng? Ja, wobei, das sieht eigentlich okay aus. Und die eigentlich schaffen. Ah, das aber das wird dann. Aber das wird dann unsymmetrisch, oder? Weil hier muss ja dann auch noch ein Conveyor-Belt hin, weil du kannst ja nicht direkt von dem Kiste in den Conveyor, in die Schmelterie rein, glaube ich. Doch, passt. Müsste passen. Warte. Ich mache hier mal einen Blick. Sieht gut aus. Kann man mal nach hinten gehen. Na, passt doch. Hallo, jetzt brauchst du die mal. Ui. Ey. Was, das hat sich gerade so angeboten. Ach, das fühlt mir jetzt schon wieder. Das Spiel sagt mir überhaupt nichts mehr. Hä? Warum? Ja, ich glaube, wir sollten es mal neu starten. Ja, vor allem, ich habe sowieso schon ein paar Bugs drin. Wenn wir gar nicht mehr weggehen. Dann können wir mal direkt mal gucken. Okay. Bei mir steht. Ja, ich kann da nicht durchlaufen. Hier steht schon, wie es aussieht, die Schmelze, und ich sehe sie nicht. Doch, doch, die steht da. Ja, ich sehe sie bei mir nicht. Bei mir ist da nichts. Verstehst du, ich bin ja auch hier hochgehüpft. Ja, bei mir glitschst du gerade in der Luft rum. Du stehst hier unter mir. Hui. Ey, ich wollte auf dir drauf landen. Die Frage ist halt, ne? Speichert das Spiel automatisch beim Verlassen? Wahrscheinlich, ne? Ich hoffe es mal. So, du kannst dann diese Schmiede hier auch haben. Die ist nämlich leer. Die kann ja eigentlich abgebaut werden, ne? Jo, deswegen sage ich ja. Die Kiste hier ist auch leer. Und der Kasten hier ist auch fertig mit der Welt. Ne, noch nicht ganz. Er hat noch 63 Eisenbahnen drin. So. Und wo bist du denn? Nach hier. Und die schmelzt jetzt, dachte ich, hier hin. Komme ich die jetzt wieder sehe? Sie hat die andere nicht jetzt aktuell. Und du musst sie noch ein bisschen nach vorne ziehen. Wenn sie gleichmäßig stehen sollen. So passt's. Oh. Ja. Na, die sehe ich wieder. Okay. So, dann kommen hier den Conveyor-Belt raus. Dann müsste hier, da wo ich jetzt stehe, du hattest doch vorhin so in 3 in 1 wieder reingedöns. In 3 in 1? Genau. 3 rein und 1 raus. Du meinst den Fusionator, das Ding hier? Ja, genau. Wo soll er hin? Ja, hier hin. Damit es von hier aus dann hier rein in diese Kiste geht. Ich sehe nichts. Das Grüne muss in die Kiste hier zeigen. So, hier, ne? Nein, du musst ein Stück zurück. Noch ein Stück. So müsste es passen. Warte, nein, das ist zu weit. Ich muss mir hier drauf hüpfen. Sekunde. Na, verdammt, nicht geschafft. Na, vielleicht komme ich auf die Kiste hier drauf. Gab es da nicht irgendwo eine Leiter? Doch, hier. Da sieht's gut aus. Das ist ein bisschen eng, glaube ich. Ein Stück noch nach vorne. Ja, so müsste es passen. Okay. Genau.
Eng, sagt er. Genau. Und das sehe ich hier nicht. Das ist wahrscheinlich hier auch rein, ne? Genau, das da rein. Was brauchst du denn, um Conveyor Belts zu machen? Ach, einfach nur Stahlplatte. Aber ich habe das Problem, ist, ich sehe es halt hier nicht, wie gesagt, weil bei mir steht hier keine Maschine. Drei Stahlplatte. Okay. Okay, Stahlplatte. Damit müsste alles verbunden sein. Ström. Ja, Ström, Ström. Okay. Conveyor. Eine Strommast. Danach komm. Quetsch mich auch mal hier durch. Conveyor Belts arbeiten schon mal. Ich kann direkt ein. Ich kann direkt Strommast drauf noch. Bin ja gespannt, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Na gut. Irgendwas hier. Ja, da steht die Maschine im Weg. Schnuffel, Pups. Nicht koscher, aber mir fliegt das Kabel auch in der Luft rum. Welches? Ich sehe nicht mal ein Kabel. So, das, wir wissen das unbedingt mal neu starten. Jetzt sehe ich ein Kabel. Echt. Ein bisschen kaputt. Ich denke mal, wir werden mal neu starten. Ja, das ist ein bisschen kaputt. Die eine Maschine kann ich, wie gesagt, nicht anschließen, weil die sehe ich nicht mehr. Okay, dann starten wir mal eben neu. Warte, ich gehe mal als erstes raus. Vielleicht hilft das ja irgendwie, keine Ahnung. I still want to go back to my main menu, ja, natürlich. Bei mir stehst du immer noch da. Es steht zwar dort, du hast das Spiel verlassen, aber in-game stehst du noch hier vor meiner Nase. Und bist auch noch... Nicht. Also ein Load Game habe ich auf meinem Rechner nicht, wie es aussieht. Also ein Safe Game. Ja, da ich der Server bin, sollte ich das haben. Was? Komm, ich beende das auch mal komplett. Statt das direkt mal komplett neu. So, zurück zum Hauptmenü. Are you sure to want to back to the main menu? Halt, warte mal. Ich habe jetzt hier oben Spiel speichern. Das machen wir doch mal zuerst. Neue Speicherung. Wir nennen es Wavandra. Wir haben sogar Autosaves. Spiel wurde gespeichert. Alles klar. Zurück zu Desktop. Ich mache mal kurz Pause-Screen und wir sehen uns dann später nochmal. Aber da ist es doch. Jetzt sehe ich auch alles. So, da sind wir wieder. Ja, willkommen zurück, ne? Hier. Und deine Bugs weg? Ja. Sieht gut aus. Okay, wunderbar. Ja, wie gesagt, also für das, dass es eigentlich eine Alpha ist, läuft das schon ziemlich geschmeidig. Was auch anknipst. Vielleicht sollten wir hier... Warte mal, wie heißt denn das Vieh? Einen Biomassebrenner hinstellen. Damit wir mit Sicherheit genug Energie haben. Ja, können noch eine Plattform bauen hier. Ja. Das Teil. Bau du mal die Plattform. Ich hole mir gerade noch das hier und das hier. Und dann schauen wir mal. Habe ich jetzt genug? Nein, ich brauche noch Eisenstangen. Und noch 15 Draht. Okay, Draht ist jetzt nicht das Problem. Aber Eisen haben wir gerade nicht. Okay, dann lassen wir den erstmal kurz hier... Eisenstangen herstellen und Draht kann ich ja manuell basteln. Stick. Ach, du hast alles dafür. Ja. Alles klar. Alter. Wie soll ich den Trümmer denn drehen hier? Ein bisschen so. Dann nicht Eisenstangen, sondern Eisenplatten. Ja, wo ist denn der Eingang von dem Vieh? Und wo ist der Strom? Da hinten ist der Strom, alles klar.
Ich mach mal Kupferbahn. Stromleitung, die knipse ich jetzt hier an den Strommast am besten hier unten an oder soll ich einen neuen machen? Wie es für dich am passendsten ist. Ach, kann ich auch den hier anknipsen direkt. Hast du noch Kabel? Ja. Ich habe noch 39 Stück. Okay. Ich habe nämlich auch noch welche in der Tasche. So, ich habe 500 Kabel, 300 Eisenplatten brauchen wir für die Teilmontage noch und halt Stahlbarren. Biomasse brauchen wir auch noch für den Kasten. Wie sieht's denn aus hier mit Biomasse? Ja, haben wir noch. Es läuft an hier. Biomasse rein. Dem Biomassebrenner auch noch gerade was. Er muss auch noch auf Eisen brennen. Teilt er das schon auf? Ja, macht er. Die soll Eisenbarren machen. Ja. Alles klar. Wie sieht's mit dir aus? Hast du genug Strom? Ja, hat er. Okay, der läuft gut an. Ja, schau. Er hat hier einen internen Puffer. Der läuft langsam voll. Das ist alles tutti. Ja, komischerweise Effizienz bei ihm hier 0%. Wie siehst du das? Das ist hier bei der beim Konstruktor unten rechts das Zahnrad. Also bei dem Feld in der Mitte. Das Feld in der Mitte. Ja, wo die Eisenplatten stehen. Bei mir steht hier Effizienz 100%. 4 okay. Megawatt, 4 Megawatt verbraucht, der braucht 4 Sekunden und Effizienz 100%. Ach, dann ist bei mir die Effizienz nicht wirklich synchron, weil da steht ein 0. Hm. Ja. Ich würde sagen, damit kommen wir gut zurecht. Das kleine Ding ist schon wieder voll. Gut, das überrascht mich nicht. Das kann ja eh nur 100 tragen. Das kann nur 100 tragen, ja. Oh, jetzt habe ich ihn aufgenommen. So, würde ich könnten nicht einfach noch eine Mine bauen. Aber es wird euch zu viel dann. Wieder. Wieso, da wo der Kleine steht, ist kannst du doch noch eine Mine hinzimmern. Und einen Eingang hätten wir ja auch noch frei. Hier. Ich kann die Mine auch direkt hier hinzimmern, das ist wahrscheinlich eng, ne? Ja, ist eng. Obwohl. Nee, geht nicht. Nee, aber wenn du den Ausgang in diese Richtung drehst, vielleicht schon. Wobei, hier so rum um die Ecke, nee, das wird nix. Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Oder? Naja, nee, ich glaube nicht. Dann machen wir es hier hin. Direkt in die Richtung. Ich glaube, es ist gedacht, dass du hier die drei Minen hast und die dann irgendwo hier vorne so zusammenführst. Na. Aber... Ups. Willst du nicht erstmal eine Plattform machen? Warum? Ja, wir brauchen... Das Problem ist, wir können da eh keine Mine ranschließen, weißt du warum? Weil der hat doch nur einen Eingang. Achso, stimmt, ja, genau. Geht eh nichts, geht eh keine dran. Das ist ja ein Ausgang, stimmt. Das müsste wahrscheinlich doch ein Dings sein hier.
Das müsste dann doch ein Dings hier sein. Oh ne, der hat ja auch nur zwei. Also drei Eingänge und ein Ausgang. Toll. Genau, und dann müsste man es von da aus dann wieder verteilen. Ordnung. Auf die. Auf mehrere Schmelzen. Ja, ist für ein Arsch. Ja, deswegen sind wahrscheinlich auch, wenn du dir die Videos anschaust von dem Spiel, wahrscheinlich auch deswegen. Deswegen haben die auch immer so ewig lange Wege. Und so ewig lange Conveyor Belts überall. Ja. So, aber ich glaube, ich kann es hier mal kurz umstellen auf Rollenbastelei. Ja, habe ich es jetzt nicht umgestellt? Doch, eigentlich schon. So, ich glaube, jetzt macht er Stangen. Wer soll? Ja. Weil davon brauchen wir jetzt auch noch geschmeidige 300. Das Eisen hatte ich noch bei mir in der Tasche. Das Kupfer kann hier rein. Ich brauche 300. Halt. Das bleibt erstmal hier. Mal hier hinter. Dann mal den Beton reingezimmert. Was ist denn in der Kiste? Nix. Dann kann ich in diese Kiste hier das reintun, den kleinen Miner reintun. So, hier kann ich das reintun, das brauche ich nicht. Die 500 Kabel. Die paar Kabel. Und schauen wir mal. So, sortieren wir das mal. Jetzt habe ich in der Tasche eigentlich nur das, was ich brauche. Genau. Alles klar. Also ich glaube, mit den Kabeln müssen wir uns auch noch eine bessere Lösung überlegen. Das geht aber nicht. Sieht zwar alles aus wie gewürfelt, aber hey. Ja, es funktioniert, das ist richtig. Ja. Du läufst doch hier gerade mit Barren voll, oder? Ja. Dann gib mir doch mal davon 100 Stück. Ich greife dir ein bisschen unter die Arme. Also, weißt du, was das Vorteil wäre, wenn man das Mikrofon mal wieder anschalten würde? Du meinst das bei dir im Stream? Ja. Hast du es nicht gemacht? Nee. Ja, dann. Halt da wieder mit Vollprofis hier einmal, ne? Ja, aber nur einmal, nicht zu oft. Unseren komischen Kasten hier müssen wir auch mal umstellen. Naja, das Ding sieht total Müll aus. Sollten wir vielleicht auch Plattformen bauen und das auch drauf setzen. Ja, ich denke auch. So. Wir brauchen nur noch ein bisschen unter 100 Rohre. Dann haben wir die Teilmontage auch erledigt. Wie viele Rohre brauchst du noch? Moment, ich habe jetzt 237 in der Tasche. Ah, haben wir. Haben wir locker
Dann schmeiß doch mal rein hier. Schmeiße rin. Jawohl. Kommt ab dafür. Drücken Sie den Knopf. Habe ich. More complex assembly of parts can now be automated. Bleib ja nicht an der Turbine da hängen. Ob der durchfliegt oder nicht. Aha, aha, aha. Nee, dreht ab. Und um dann oben rein zu crashen. Wie an der Spitze. So. Dann. Was wäre das nächste? Hindernisbeseitigung. Nochmal 200 Rohre, 200 Kupfer, aber nur. Ach, das sind verstärkte Eisenplatten. Na gut, das ist aber kein Problem. Jetzt haben wir einen Manufaktor bekommen. Ah, erzeugt aus zwei Teilen ein anderes Teil. Ja. Okay. Kann automatisiert werden, indem Teile mit einem an den Eingang angeschlossenen Förderband zugeführt werden. Die produzierenden Teile können automatisch extrahiert werden, indem ein Förderband in den Ausgang ist. Komm her. Ein neues Maschinchen. Ja, aber hauptsächlich habe ich das genommen, weil wir diesen Rotor-Motor-Gedings-Gedöns brauchen. Ja. Und für das nächste Moment, das hatte ich doch gerade was ausgesucht. Achso, das geht ja nicht, weil das Launchpad noch nicht da ist. Als nächstes würde ich nämlich gerne die Hindernisbeseitigung machen. Dafür brauchen wir 200 Kupfer, 50 Leerrohre, 50 Kabel meine ich, 10 verstärkte Stahleisenplatten und, ja, wie gesagt, 200 Rohre, aber das ist ja alles nicht so schlimm. Moment, bin ich jetzt bescheuert? Fangen wir mit den Kabeln an. Ich glaube, dann passt es am besten. So, 30, 40, 50 Kabel. Dann Draht. Ach nö, nicht schon wieder. Was nicht schon wieder? Ja, Stromkreisüberlastung, wie es aussieht. Ja, weil da hinten in die Maschine wahrscheinlich wieder Biofuel rein muss. Oder in irgendeine andere Maschine. Ah, okay, weil die hier, wie es aussieht, keinen Biostreibstoff mehr haben. Ne, die sind beide leer hier hinten. Da noch welchen? Dann pack dir eine, das hier nicht, wie es aussieht. Packt der eine Generator das nicht alleine. Also musst du Biofuel reintun und dann den On-Off-Knopf drücken. Biofuel muss ich erstmal herstellen, wir haben keinen mehr. Haben wir keins mehr? Ne. Das ist ungünstig. Ich mach mal eben schnell hier.